Wir können ausmisten, entrümpeln, mit neuen Gewohnheiten dafür sorgen, dass nicht wieder neuer Ballast hereinkommt, uns schützen. Aber eines können wir nicht, nämlich die Art und Weise verändern, wie unser Gehirn von Natur aus funktioniert. Unser Gehirn schreit ständig nach etwas Neuem. Wie können wir es also im Minimalismus austricksen, so dass etwas Neues reinkommt, aber doch kein neues physisches Zeug? In diesem Video. Ja, der Klassiker ist das Smartphone, da lässt sich das gut erklären damit. Du weißt vielleicht noch, wie das war, wo du dein Smartphone oder dein letztes Ding gekauft hast. Es war etwas Neues. Also das Gehirn hat Dopamin ausgeschüttet, Glückshormone, man hat Freude daran. Relativ eine kurze Zeit, dann verpufft das wieder, die Kurve geht wieder nach unten und was passiert? Man sehnt sich nach dem nächsten neuen Ding. Das ist ja dann auch der Grund, warum viele dann in einem Jahr später wieder ein neues Handy kaufen. Was kannst du also tun? Wie kannst du dieses Belohnungszentrum trotzdem immer wieder aktivieren? Wie kann man trotzdem immer wieder Dopamin ausschütten, ohne eben physisches Zeug anzuhäufen? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Der Klassiker, du weißt es, Erlebnisse, Ereignisse, soziale Kontakte, um nur einige zu nennen. Aber lass uns jetzt noch ein bisschen tiefer eintauchen. Lass mich dir ein paar Bilder zeigen, die dich hoffentlich inspirieren, wie du dein Gehirn stimulieren kannst, deinem Gehirn etwas Neues hinzufügen kannst, damit es beruhigt ist, aber ohne, dass du physisches Zeug anhäufst. Los geht's. Doch bevor ich dir die Bilder zeige, noch ein wichtiger Punkt. Warum ist es also eine gute Idee, seine Augen nicht zu verschließen vor etwas Neuem im Minimalismus? Ein Punkt haben wir bereits gehört, weil unser Gehirn ebenso tickt. Unser Gehirn braucht das Neue. Und ich habe mir hier noch vier weitere Hauptgründe notiert. Es erhöht die Motivation. Das Neue kann die Motivation erhöhen. Es kann uns aus der Langeweile herausziehen. Aber Vorsicht, nicht übertreiben. Denk an den Horror Vacui, also die Angst vor der Leere. Unser Gehirn braucht auch die Leere. Du musst eine gesunde Balance finden. Also, Motivation wird erhöht, Kreativität wird erhöht. Neue Erfahrungen fördern die Kreativität. Probleme aus neuen Perspektiven zu betrachten, das kann uns dabei helfen. Lernfähigkeit, unser Gehirn ist plastisch und passt sich an neue Umgebungen an. Also durch das Neue können wir unsere Lernfähigkeit verbessern. Und der letzte Punkt, die Lebensqualität. Ein abwechslungsreiches Leben ist oft mit einer höheren Lebensqualität verbunden. So, das waren also die Gründe, warum es eine gute Sache ist, seine Augen nicht zu verschließen vor etwas Neuem, auch im Minimalismus nicht. Und jetzt zu den Bildern, die dich inspirieren sollen, dein Gehirn immer mal wieder mit etwas Neuem zu versorgen. Alltag neu entdecken. Neue Routen. Nimm bewusst andere Wege zur Arbeit oder zum Einkaufen. Entdecke neue Straßen, Parks oder Geschäfte. Neue Aktivitäten. Probiere neue Sportarten aus, lerne ein Musikinstrument oder besuche einen Kurs in einer Kunstform, die dich interessiert. Neue soziale Kontakte. Tritt neuen Clubs oder Gruppen bei oder lade Freunde zu Aktivitäten ein, die du noch nie ausprobiert hast. Neue Orte. Plane Ausflüge in Orte, die du noch nicht kennst oder besuche neue Restaurants und Cafés in deiner Stadt. Lernen mit einem Twist. Abwechslungsreiche Lernorte. Lerne nicht nur an deinem Schreibtisch, sondern auch in der Natur, in einem Café oder in der Bibliothek. Neue Lernmethoden. Probiere verschiedene Lerntechniken aus, wie Mindmapping, Flashcards oder das Erklären von Themen an andere. Neue Themen. Beschäftige dich mit Themen, die dich normalerweise nicht interessieren. Das kann deine Perspektive erweitern und dein Gehirn stimulieren. Digitale Neuheiten. Neue Podcasts zu Themen, die dich interessieren, aber bisher noch nicht kennst. Neue Online-Kurse. Lerne neue Fähigkeiten über Online-Plattformen wie Coursera oder Udemy. Neue Routinen. Ändere deine täglichen Routinen, indem du beispielsweise morgens duschst, anstatt abends. Neues Essen. Koche neue Rezepte oder probiere neue Lebensmittel aus. Neue Kleidung. Trage Kleidung, die du normalerweise nicht tragen würdest. Ja, ich hoffe, das hat dich inspiriert.
wichtig zu mitnehmen. Auch kleine Veränderungen, kleine neue Impulse können den Unterschied bereits ausmachen. Das ist wie beim Minimalisieren. Man muss nicht Minimalist werden von heute auf morgen. Auch eine kleine Menge Minimalismus kann eine große Wirkung im Alltag haben. Wichtig ist auf jeden Fall, dass man bereit ist, Neues anzunehmen, Neues zu ergründen, ein bisschen zu experimentieren. Ich denke, diese Charaktereigenschaft gehört ein wenig dazu zum Minimalisten. Lass mich gerne im Kommentarfeld wissen, wenn du noch andere Impulse kennst, festgestellt hast bei dir, wie du dein Gehirn mit Neuem versorgen konntest, ohne dass du neues physisches Zeug gekauft hast. Bis zum nächsten Mal.